Hallo ihr Lieben, heute gibt es zum allerersten Mal auf meinem Kanal ein Unboxing-Video. Und zwar habe ich mir von Kingsloot die Horrorbox bestellt, schon vor einer ganzen Weile. Einfach auch mal, um zu testen, was diese Boxen denn so hergeben. Und da das ganz gut auf meinen Channel passt mit dem Horror, dachte ich mir, werde ich das mal versuchen. Ist mein allererstes Unboxing-Video. Falsch, tatsächlich ist es sogar mein zweites, denn ich habe ja mal bei einem Let's Play Wichteln mitgemacht. Aber es ist mein allererstes richtiges Unboxing-Video. Ja, und ja, ich kann es euch gerne mal zeigen. Es wird ein bisschen rascheln, ab und zu mal ein bisschen laut sein. So, das ist die tolle Box. Ja, die sieht übrigens schon gut ramponiert aus. Jeder, der sich meine Let's Plays ab und zu mal anschaut oder mir auf Twitter folgt, der weiß auch, dass ich eine Katze habe. Und er ist manchmal sehr, sehr neugierig. Was soll ich dazu sagen? Er hat schon mal versucht, in den Karton reinzuschauen. Aber öffnen werde ich das jetzt. Da muss er jetzt durch. Das muss er jetzt mal aushalten, seine Neugier. Bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, das ist meine erste Lootbox, die auch sehr gut verschlossen ist. So, Aufnahme läuft auch, alles schick. So, es raschelt schon. So, und da hätten wir auf jeden Fall das Heft, wo, glaube ich, die ganzen Artikel drin stehen, die drin sein könnten. Wir schauen gleich, wir schauen uns das einfach mal später an. Jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Gucke an. Ein süßer kleiner Teddy. Ich glaube, der ist tatsächlich... Steht das hier drauf? Five Nights at Freddy's. Ich wusste es, genau. Von Five Nights at Freddy's ein kleiner... Ein kleiner Plüschkopf. Es ist einfach nur ein Plüschkopf. Das ist nicht mal ein Anhänger, einfach nur ein kleiner Plüschkopf. Sehr, sehr geil. So. Eieiei. Eine Vinylfigur, das könnt ihr gerade nicht sehen, ja, so jetzt, eine Vinylfigur von The Walking Dead, das schauen wir uns doch gleich mal direkt an, wenn ich die Folie abkriege. Ich bin da immer sehr geschickt in solchen Dingen. Die wurde tatsächlich schon mal angekündigt, dass es eine Figur von The Walking Dead geben soll. Und ich bin mal gespannt. Aber ich möchte auch die Verpackung jetzt nicht groß kaputt machen, aber anscheinend geht das leider nicht anders. Ja, leider muss ich die Verpackung einreißen, was echt schade ist. Aber okay. Immer dieser Müll, ne? Geht ja gar nicht. So, selbst die Figur ist noch verpackt. Die Überraschung ist groß. Ich krieg sie nur nicht auf. Ja, ich krieg's gerade wirklich nicht auf. So. Okay. Das ist die Vinylfigur. Ich weiß jetzt nur nicht genau. Okay. Wen habe ich denn? Ich habe den... Ja. Da steht leider gar kein Name. Da steht überhaupt kein Name. Da stehen nur Zahlen und Nummern. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. An sich sieht sie ganz niedlich aus, aber... Es tut mir leid, da weiß ich gerade echt nicht, wer es sein kann. Mal gucken, ob es im Heft drin steht. Das schmeiße ich jetzt einfach mal hier so ganz provisionell weg. Folie, da wird sich Waffi wieder sehr freuen über Folie. Okay, okay, okay. Hier ist... ja, was sehr, sehr Großes. Eieiei. Ach du. Alles klar. Da muss ich jetzt mal die Box ablegen. Oh Gott, das ist richtig cool. Ich muss es nur auspacken. Eine Fußmatte von... Moment, wo ist es? Von Doom. Eine Fußmatte von Doom. Wäre geil. Alter Schwede, nicht schlecht. Das finde ich schon mal echt nicht schlecht. Kann man mal haben. Dann lege ich die gleich mal hier unten hin. So. So, was haben wir denn hier noch? Okay, es ist ein Untersetzer.
Hier habe ich einen Untersetzer. Ich weiß es gerade nicht genau. Schutzfolie vor Gebrauch entfernen. Ja, okay, das lassen wir erstmal dran. Solange. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein kleines Horror-Gimmick ist oder ob es tatsächlich von irgendetwas ist, was ich wieder nicht kenne. Und hier haben wir ein Bild. Das sieht echt geil aus. Huch, so. Das Bild sieht echt gut aus. Kann ich allerdings auch nicht sagen, ob das einfach nur so gezeichnet worden ist oder ob es von irgendwoher kommt. Ob das aus irgendeinem Spiel ist oder so, das weiß ich leider gerade auch nicht. Also es kommt mir nicht bekannt vor, sieht aber sehr, sehr geil aus, muss man schon mal sagen. Okay, und was man sich immer dazu bestellen kann zu so einer Lootbox, ist halt auch ein T-Shirt. Man muss dann zwar immer drauf zahlen, aber nicht viel. Und das packe ich jetzt aus. Mal gucken, was es ist. Eieiei. Was? Ach, wie geil. Tja, das Zeichen kennt ja jeder, ne? Umbrella Corporation. Und ein Zombie. Ein Zombie-Viech. Resident Evil 7 war das, ne? Wo die so aussahen. Ich glaube Resident Evil 7. Klicker. Oder halt The Last of Us, aber die hatten nicht so eine Pfoten. Eindeutig Resident Evil. Super geil. Das T-Shirt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, es passt. Es sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich meine, ich habe nicht so eine große Größe, aber heutzutage brauche auch ich teilweise eine M. Alles klar. Und hier ist nur noch so ein Werbeflyer. Und dann schauen wir mal, was in dem Heft drin steht. Jetzt habe ich hier alles rumgeworfen. Reinstes Chaos mal wieder. Okay. Das ist nicht von uns. Ich weiß gar nicht, ob die Artikel mit hier drin stehen. Aber es gibt auf jeden Fall sehr coole Sachen. Tatsächlich. Hier haben wir es doch nochmal. Das hier. Moment. Das Bild ist tatsächlich ein Artprint. Von Maike Thomas. Dieses Zombie-Mädchen sollte man nicht provozieren. Andernfalls verfällt sie in eine schwer zu stoppende Raserei. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Artprint, wie gesagt. Also aus nichts. Aus keiner Serie oder so. Schon richtig geil. Ja, was haben wir denn noch? Die Figur. Ja, okay. Da steht jetzt natürlich nicht drin, welche ich habe. Ich kann es leider nicht erkennen. Wer weiß, was das hier ist? Oder wer es ist, sagen wir es mal so. Könnte halt auch schon ein Zombie sein. Der sieht so blass aus. So. Ah, ich glaube, es ist tatsächlich ein Untersetzer. Und zwar der hier. Normalerweise sind Babys ziemlich süß. In diesem Fall solltest du aber Frischfleisch anstelle einer Milchflasche bereithalten. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Untersetzer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was haben wir noch? Genau. Eine Türmatte von Doom auf jeden Fall. Und das T-Shirt halt noch. Resident Evil. Definitiv. Ja, geil. So, das war's auch schon. Und ich muss sagen, hat sich jetzt schon für den Preis eigentlich voll gelohnt. Ich meine, so eine Fußmatten sind ja doch sehr teuer, wenn man die von bestimmten Videospielen, Filmen oder so kauft. Bezahlt man ja auch schon für so eine Fußmatte allein ganz schön viel. So ein T-Shirt ist auch nicht gerade günstig. Und halt diese Kleinigkeiten hier, die kosten auch immer so einen 5er bis 10er. Und das Bild ist natürlich erste Klasse. Ne? Das kriegt man, glaube ich, nicht so einfach irgendwo. Und deswegen würde ich sagen, hat sich die Box auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und ja. Es werden auf jeden Fall noch zwei weitere Boxen kommen. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Das kommt, glaube ich, immer alle 3 Monate. Ist auf jeden Fall erstmal ein Test. Ich werde jetzt nämlich so nach und nach immer mal wieder ein paar Lootboxen testen. Ob sich das immer so lohnt. Und ich habe halt schon viel Gutes gehört, aber halt auch viel Negatives. Und ich habe jetzt die Horrorbox ausprobiert, weil, ja, machen wir uns nichts vor. Passt am besten zu mir, ne? Also, da würde ich sagen, danke, dass ihr mal reingeschaut habt in mein kleines Unboxing-Video. Und ja. Falls ihr ein paar kleine Ratschläge habt, woher manche Dinge kommen,
wie zum Beispiel die Figur. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich dann halt doch schon sehr. Da stand leider, wie gesagt, kein Name drauf. Also, gut. Ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bye, bye.